Hallo Menschen, Sophie vom Kanal Verstand lud mal wieder zu einem neuen Klassikerprojekt ein, zu dem sie sich immer wieder jemanden dazu holen wird. Und hier in der ersten Runde werden Sarah von Uralte Mola und ich eben dabei sein. Und unsere Videos sollten eigentlich alle heute und ich glaube auch zur selben Zeit erscheinen. Also auf jeden Fall werde ich euch die Kanäle der beiden unten verlinken und falls die Videos dann online sind, eben auch schon die Videos. Die Idee ist, dass man sich einen Autor oder eine Autorin nimmt. In unserem Fall wird es Henrik Ibsen sein, von denen man eben schon so ein bisschen was gelesen hat und dann geht man vielleicht kurz auf den eigenen Zugang zu ihm ein, die Themen, die es gibt, eventuell die Zeit drumherum, die Biografie oder so, es gibt keine wirklichen Regeln und dann nimmt man das Ganze so ein bisschen als Anlass, diesen Autor, diese Autorin etwas tiefer zu belesen und dann eben auch über die neuen Stücke, die man jetzt frisch gelesen hat, zu sprechen. Bei mir war es so, dass ich Henrik Ibsen 2019 zum ersten Mal gelesen habe und zwar gleich mit 4 Stücken, relativ kurz nacheinander, damals noch in den Reklamausgaben. Und ich wusste, glaube ich, vorher gar nicht so richtig, was mich erwartet. Ich hatte eben bei Sophie irgendwie schon mal was Positives gehört, aber ich hätte euch jetzt nicht wirklich sagen können, was eigentlich Ibsens Themen zum Beispiel so sind. Und dementsprechend war ich sehr, sehr angetan davon, wie progressiv mir seine Stücke, also vor allem eben für die damalige Zeit, vorkamen. Denn es gibt wirklich, es gibt interessante, vielschichtige Frauenfiguren, es geht ganz oft um den Wunsch nach Selbstbestimmung, es gibt gesellschaftskritische Aussagen, die vor allem Leute ins Visier nehmen, die immer so nach außen den Schein wahren wollen und das aber eben auch auf Kosten anderer. Manchmal geht es aber auch umgedreht eher so um Selbstverleugnung und Anpassung und dadurch immer wieder die Frage, was Menschen eigentlich die Wahrheit wert ist. Denn ganz oft kommt halt quasi heraus, dass es gar nicht so viel ist, wenn es umgedreht negative Folgen für einen selbst hätte, falls die Wahrheit herauskommt. Und ganz viel in seinen Stücken läuft immer so ein bisschen auf ein Aufrütteln des Bürgertums hinaus. Also tatsächlich kamen einige seiner Dramen auch nicht besonders gut an. Es gab heftige Reaktionen und Kritik. Er hatte auch sein ganzes Leben über ein etwas schwieriges Verhältnis zu Norwegen, weil er das Land an sich schon liebte, aber nicht unbedingt politisch, also nicht unbedingt den Staat und eben auch nicht unbedingt die Gesellschaft. Und diese Kritik an der herrschenden Gesellschaftsordnung merkt man seinen vor allem späteren Werken auf jeden Fall an. Er reiht sich damit und so diesen etwas kritischen Blick durchaus in den Naturalismus ein, scheut sich manchmal aber auch nicht davor, jetzt zum Beispiel mit Symbolen zu arbeiten. Also zum Beispiel gerade bei Nora, ist ja, also der eigentliche Titel ist ja ein Puppenheim und sowohl die Puppe als auch das Puppenheim ist ein Symbol schlechthin. Genauso bei die Wildente würde ich sagen, dass man diese Wildente gar nicht anders als symbolisch interpretieren kann. Ich persönlich finde, dass Realismus schon auch auf seine Stücke passt. Allerdings, und das habe ich extra nochmal nachgeschlagen, weil ich mir nicht sicher war, ob das verschwommene Wissen aus meinem Germanistikstudium noch so stimmte, verbindet man hier in Deutschland mit der Epoche des Realismus ja eher ein neutrales Beobachten. Also die Stücke waren eher unpolitisch und es war jetzt keine aktivistische Literatur. Und das, finde ich, ist bei Ibsen halt schon der Fall. Also es ist sehr wohl eine Anklage der bestehenden Verhältnisse. Und tatsächlich mag ich von ihm eigentlich auch die Stücke am meisten, die in diese Richtung tendieren. Dementsprechend ist, glaube ich, mein liebstes von den ersten 4, die ich gelesen hatte, Ein Volksfeind. Danach dann vielleicht Nora, Ein Puppenheim, aber auch die anderen beiden sind gut. Also ich habe bis jetzt auch jetzt mit den 3 neuen, ich gehe ja gleich nochmal auf die auch ein, habe ich noch nichts von ihm gelesen, was ich irgendwie wirklich schlecht fand. Und eben fürs Weiterlesen von ihm habe ich mich tatsächlich für ein E-Book entschieden, denn da gibt es, ich glaube, für 49 Cent so gut wie alle seine Dramen, einige Gedichte und hinten dann nochmal so eine kleine Biografie dran und bei Reklam sind eh nicht alle von ihm erschienen und da habe ich gedacht, naja, für 50 Cent ist es eigentlich unschlagbar. Ich werde euch die Ausgabe mal unten verlinken, aber es gibt natürlich auch einige, ich glaube sogar genau die 3, die ich jetzt gelesen habe, die dürfte es sogar auch als Reklamausgabe geben. Also, keine Ahnung, ich recherchiere das nochmal und packe euch alles unten in die Infobox. Das erste Stück, an was ich mich jetzt neu machte, war Die Stützen der Gesellschaft. Hier steht im Zentrum der Werftbesitzer und Konsul Bernig, der extrem angesehen ist in dieser Gemeinschaft, teilweise auch als Philanthrop gilt und eben auch selber viel vom Allgemeinwohl redet und was man alles so für die anderen Menschen tun kann oder sollte. Aber, wie man sich vermutlich schon denken kann, denn sonst wäre es kein besonders spannendes Drama, es fußt dann vielleicht doch nicht alles so auf guten, ethischen Taten, wie es anfangs zu sein scheint. Und der Besuch von
amerikanischen Verwandten droht jetzt so ein bisschen diese heile Welt ins Wanken zu bringen. Und dieses Stück hat eigentlich alle typischen Ibsen-Themen versammelt, die ich jetzt schon so ein bisschen angeschnitten habe, denn es geht ganz viel um den Schein nach außen, es geht um Erfolg, allerdings aufgrund von Betrug, es geht um gesellschaftliche Erwartungen, Moral und Feminismus. Also es ist wirklich so, das Ganze ist 1877 geschrieben und ich würde fast sagen, Henrik Ibsen ist mein Buddy, was die Gleichstellung der Frau betrifft. Das finde ich ganz großartig, dass das eben auch in älteren Werken so ist, dass halt auch diese Ausrede, die es manchmal für andere Werke gibt, so, na, das war damals nun mal so, Frauen waren noch nicht so viel wert, nicht so viel zählen, wenn man dann mal so etwas als Vergleichsbild hat, wo es sehr wohl schon um die Rechte und die Selbstverwirklichung der Frau geht. Tatsächlich finde ich das Ende in diesem Stück, ohne jetzt zu spoilern, fast schon ein bisschen kitschig ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so ein bisschen nach dem Motto, ach, ihr Frauen, ihr seid toll. Und das ist von der Aussage her vielleicht ein bisschen plump. Andererseits, und das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig auszudrücken, ohne zu spoilern, aber ich glaube, man kann sagen, das Ende ist doch zwiespältig, denn der Fakt, dass es zu diesem, ja oder weniger so ein bisschen so Friede, Freude, Eierkuchen, ihr tollen Frauen, Ende kommen kann, wird den Handlungen in der Vergangenheit eigentlich nicht ganz so gerecht. Und darüber lässt sich definitiv diskutieren, meiner Meinung nach. Denn da sind wir eben wieder bei diesem Schein nach außen, der eben nicht immer für Gerechtigkeit sorgt. Und das ist dann definitiv gesellschaftskritisch, was eben so Profitgier und auch die Ausbeutung von Arbeitern und das Nicht-Ernstnehmen von Frauen betrifft und was das eben wiederum für Folgen hat oder teilweise eben auch nicht. Das Hauptzitat, was so ein bisschen rauskommt in der Geschichte und wo sich alles drumherum dreht, ist, als immer diese amerikanische Verwandte eben unseren Herrn Bernick fragt, und ihr nennt euch die Stützen der Gesellschaft? Und die Antwort ist, die Gesellschaft hat keine besseren. Und auch das wirft natürlich so ein bisschen Fragen auf in Richtung, können auch moralisch verwerfliche Menschen trotzdem Gutes tun? Und es geht dann auch viel noch so ein bisschen um die Frage, wie viel Wert hat das einzelne Leben im Vergleich zur großen Sache, wobei das natürlich auch wiederum diskutiert werden kann, was die große Sache ist. Ist die für alle Leute gleich nachvollziehbar, gleich viel wert und so weiter und so fort. Und ich finde definitiv, dass diese Fragen allgemeingültig sind, dass man die heutzutage noch stellen kann und sollte. Aber, und das ist eigentlich auch das Schöne, dass sie trotzdem eben auch so in den damaligen Zeitgeist passen. Also tatsächlich hatte er mit dem Stück nämlich in Deutschland auch mehr Erfolg als in Norwegen. Ich habe ja schon gesagt, dass er auch der hier eben aufkommenden Naturalismusströmung so ein bisschen als Vorbild diente. Also er hat tatsächlich auch lange in Dresden und in München später dann gewohnt. Und eventuell hat sich die norwegische Gesellschaft vielleicht ein bisschen mehr angegriffen gefühlt als die deutsche, weil er eben Norweger ist, wobei man das genauso gut auf Deutschland beziehen kann. Aber wie gesagt, dem Ganzen ging halt auch so ein bisschen ein Konflikt Ibsens mit seinem Heimatland voraus. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass dieses Stück immer noch aktuell ist und es auch zusammen mit den beiden anderen, die ich vorher nochmal genannt habe, nämlich eben Ein Volksfeind und Nora, für dieses Video jetzt so ein bisschen meine Empfehlung ist. Also von den dreien, die ich jetzt neu gelesen habe, hat mir das am besten gefallen. Löst gute Diskussionen aus, kann man gut in einem Buchclub zusammen lesen, ist auch schnell gelesen und trotzdem halt eine gute Mischung aus irgendwie schon, also spannend jetzt vielleicht nicht wie ein Thriller, aber man fragt sich schon immer, okay, wann kommt was raus, wer sagt jetzt was, wer hält dicht und was auch immer. Und gleichzeitig kann man aber doch auch ein bisschen innehalten und eben über die Gesellschaft nachdenken. Und dementsprechend meiner Meinung nach immer noch wert, gelesen zu werden. Danach machte ich mich dann an Die Frau vom Meer, was ich ein bisschen weniger mochte. Es geht zwar auch hier um die Selbstbestimmung der Frau, was, wer meinen Kanal schon länger kennt, ein tolles, ein interessantes Thema für mich ist, aber ich finde, man kann fast sagen, dass es im Kern ein Liebesdrama ist. Also ich meine, natürlich kann auch so ein Einzelschicksal natürlich exemplarisch für zum Beispiel eine Gesellschaftsschicht oder was auch immer sein, aber Die Frau vom Meer ist auch vom, so ein bisschen vom Umfang her und von den Aussagen etwas kleiner einfach als Die Stützen der Gesellschaft, was man vielleicht auch am Titel schon so ein bisschen hört. Also Die Frau vom Meer behandelt wirklich eher, also eben das Individuum, beziehungsweise so die kleine Familie drumherum. Und es gab hier auch weniger zitierbare Stellen. Das macht natürlich den Wert eines Dramas nicht unbedingt aus, aber ich finde, es kommen weniger allgemeingültige Sätze aus Die Frau vom Meer. Um euch ganz kurz zu sagen, worum es geht, wir haben hier halt im Zentrum eine Frau, die jetzt als
zweite Ehefrau und eben als Stiefmutter in eine Familie kommt, nachdem die eigentliche Mutter vor einer Weile gestorben ist. Und unsere Protagonistin kommt eben so von einer wilden Küstenregion, zieht aber eben jetzt zum Mann in ein neues Territorium und in diese neuen Familienverhältnisse. Und es wird immer ein bisschen gesagt, dass sie quasi diese Sehnsucht zum Meer noch in sich trägt, auch nicht loslassen kann. Es ist nicht so, dass sie irgendwie unausstehlich zu ihren Stiefkindern ist, kann man überhaupt nicht sagen, aber man merkt vielleicht, dass sie nie hundertprozentig in ihrem neuen Leben ankam. Und dann geht's mit verschiedenen Personen, also auch die Nebencharaktere irgendwie, um Gefühle und Beziehungen oder auch Nicht-Beziehungen und Wünsche und Neuanfänge und alte Sachen, die einen nochmal heimsuchen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht als Theaterstück live auch trotzdem relativ mitreißend ist, aber so beim Lesen kam es mir fast ein bisschen Soap-Opera-mäßig vor. Ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen. Also Elida ist eben unsere Frau vom Meer und Wangel ist ihr Mann. Und sie sagt leise und bebend: O Wangel, rette mich vor mir selbst. Und er: Elida, ich ahne es, dahinter ist etwas. Ein Etwas ist dahinter, das zieht und lockt. Das zieht und lockt. Der Mann ist wie das Meer. Und wisst ihr, was ich damit meine? Also es ist, glaube ich, einfach nicht ganz so meins. Pluspunkte gibt es auch hier für die Überlegungen, auch was Frauen eigentlich wollen. Es gibt zum Beispiel so einen Künstler in dieser Geschichte, der selber aber auch noch nichts Rechtes vollbracht hat und der wirklich der Meinung ist, es müsse für eine Frau doch das höchste der Gefühle sein, einfach nur die Frau eines Künstlers zu sein. Und mehr nicht, ne? Also wäre das nicht toll. Also er glaubt wirklich, dass das einfach das Dasein als Frau von irgendjemandem eine Frau eben voll und ganz erfüllen würde. Oder es gibt Momente, in denen der es durchaus gut meinende Ehemann, also unser Wangel, doch dann sehr bevormundend ist und für seine Frau spricht und Entscheidungen trifft, anstatt vielleicht mal ihrer Meinung zuzuhören. Tatsächlich mag ich hier das Ende auch nicht so sehr, aber, ohne jetzt mal wieder zu viel zu verraten, in einem anderen Stück, ich sage jetzt nicht welchem, gab es eine ähnliche Situation und da hat Ibsen nämlich schon mal ein anderes Ende gewählt und ich kann mir dann schon vorstellen, dass er sich vielleicht auch einfach nicht wiederholen wollte, aber tatsächlich hat mir das andere Ende hat mir besser gefallen, während ich hier fand, dass die Frau durchaus noch ein bisschen mehr auf den Tisch hätte hauen können. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich schon ganz schön viel zu diesem Stück gesagt, obwohl es ja eigentlich gar nicht mein Liebling für diese Runde war. Das heißt, also ich fand es okay, ich würde es mir angucken, aber ob ich es jetzt unbedingt zum Beispiel nochmal lesen muss, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So, und als letztes neues Stück las ich dann noch John Gabriel Brockmann, wobei ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, ob man das John wirklich so Englisch ausspricht. Auf jeden Fall habe ich das wieder etwas mehr gemocht als Die Frau vom Meer, vielleicht weil es eben wieder so ein bisschen allgemeingültiger ist. Hier geht es ganz viel um die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. John Gabriel Borgmann ist eben ein Mann mit großen Träumen. Er glaubt, die Masse verstehe ihn einfach nicht und er sei auserwählt dazu, etwas Großes, durchaus auch für andere zu tun, aber eben auch einfach ein bisschen außerhalb der Regeln. Also es geht auch einfach um diese Übermensch-Thematik so ein bisschen. Bei ihm ging das allerdings vollkommen schief. Also viele Leute haben sehr viel Geld verloren. Er war damals Bankdirektor und er ging dafür dann auch ins Gefängnis, was bei ihm allerdings nicht zu einem Innehalten oder zu einem Umdenken führte. Ganz im Gegenteil, er ist weiterhin, vielleicht ähnlich zu den Männern in die Schützen der Gesellschaft, der Meinung, dass ruhig mal etwas Persönliches oder ein Individuum quasi in die Mühlräder gelangen kann, wenn man nur das Große, zu dem man bestimmt ist, dann trotzdem eben durchzieht. Und dementsprechend gelten für ihn seiner Meinung nach eben auch so die Gesetze oder die gängigen Moralvorstellungen eigentlich gar nicht. Also die betreffen ihn nicht wirklich. Auf der anderen Seite haben wir seine Frau, die nach dem ganzen Fall, nach der Gefängnisstrafe nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Und sie wiederum möchte, dass der Sohn der beiden den Namen Borgmann wieder reinwäscht von dieser Schande. Und zwar unabhängig davon, was jetzt dieser Sohn nun mal vielleicht selber will. Also sie versteift sich total auf diesen Sohn und drängt ihn in diese Richtung. Es spielt außerdem noch die Schwester dieser Frau eine Rolle. Auch sie hat ein gewisses Anliegen an diesen Sohn. Und
Dann gibt es noch eine Liebesgeschichte in der Vergangenheit und noch so ein bisschen was drumherum. Und das ganze Stück dreht sich aber zunehmend um den Sohn und welche Ansprüche alle Seiten an ihn stellen. Es wirkt manchmal fast so ein bisschen, als wäre er eine Ware, um die alle um ihn herum schachern und dreht sich dann immer mehr darum, glaube ich zumindest, ob man quasi auch seine eigenen Fehler auf die nächste Generation überlagert oder ob man sich selber darum kümmert und was das mit der nächsten Generation eventuell auch macht. Auch hier kann man sagen, dass es am Ende schon ein sehr deutliches und die Moral von der Geschichte gibt. Also da ist so der moralische Wink mit dem Zaunsfall sehr deutlich vorhanden. Aber ich muss sagen, ich mochte diese Überlegungen, welche Folgen eben die Handlung eines Einzelnen für andere bzw. sogar für eine ganze Gemeinschaft haben können und wer dann danach die Verantwortung übernehmen sollte. Auch das ist ja immer noch aktuell. Man kann das ganz groß ziehen mit dem Klimawandel, man kann das aber sicherlich auch kleiner innerhalb einer Familie nochmal bedenken und insofern ist es ein Buch, was ich euch auch empfehlen würde, weil da glaube ich auch immer noch heutzutage jeder irgendetwas draus nehmen kann. So, ich habe tatsächlich auch ein bisschen in seine Gedichte reingelesen und muss sagen, da habe ich bis jetzt nichts für mich gefunden. Die sind auch alle sehr klassisch, das heißt, man hat so ein traditionelles Reimschema. Es ist auch eher so ein bisschen dieser hölzerne Satzbau, so damit es sich irgendwie reimt. Auch aus unserer heutigen Sicht natürlich eher altmodische Bilder, obwohl ich seine Dramen ja sehr fortschrittlich fand. Und teilweise sind die Gedichte auch eher so balladenhaft und erzählende Gedichte fand ich noch nie so toll. Das ist einfach nicht ganz so meins. Das heißt, vielleicht lese ich dann doch noch ein paar Gedichte, die ich halt jetzt in meiner E-Book-Ausgabe habe, aber insgesamt möchte ich eher mit seinen Dramen noch weitermachen, vor allem mit den späteren. Ich habe die Vermutung, dass sein Frühwerk vielleicht nicht unbedingt etwas für mich ist. Ich würde es schon durchaus mal versuchen, es ist ja eben auch in meiner E-Book-Ausgabe mit drin, aber am meisten interessieren mich eigentlich aktuell Gespenster und Baumeister Solnes, weil das, glaube ich, auch, wenn ich das richtig aus der Biografie in Erinnerung habe, zwei Stücke waren, die eben stark umstritten waren, von denen sich die norwegische Gesellschaft angegriffen fühlte. Und das spricht mich natürlich sofort an. Und das ist ja mein aktueller Stand mit Ibsen. Also ich habe 7 Dramen von ihm gelesen, ein paar Gedichte, aber naja. Und ich freue mich auf jeden Fall auf mehr von ihm. Ich würde sagen, ich lasse jetzt vielleicht mal ein paar Monate vorüberziehen, bevor ich sofort weitermache. Aber es ist auf jeden Fall ein klassischer Autor, der es meiner Meinung nach verdient hat, dass man ihn auch heutzutage noch liest oder dass er noch gespielt wird. Sehr aktuelle, sehr allgemeingültige Themen, was ich irgendwie immer von Klassikern erwarte, weil das ist auch manchmal ein bisschen übertrieben, aber ich bin oft, also am meisten bin ich von Klassikern enttäuscht, wenn ich das Gefühl habe, ich kann daraus gar nichts mehr für meine heutige Zeit, für mein Leben herausnehmen und das ist bei Henrik Ibsen auf jeden Fall nicht der Fall. So, ich bin schon sehr gespannt, was die beiden anderen in ihren Videos erzählen werden, weil ich habe so ein paar Stücke im Kopf habe, die sie gelesen haben, aber nicht so insgesamt und auch nicht, was sie jetzt vielleicht noch neu gelesen haben. Ich freue mich außerdem, wenn wir in den Kommentaren noch so ein bisschen in Austausch treten können, weil wie gesagt, das ist ein Autor, über den ich gerne noch ein bisschen reden würde oder über seine Stücke, was euch gefallen hat. Ich habe noch nichts davon live gesehen, aber lasst uns gerne ein bisschen in den Kommentaren reden und dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.